Was geht ab, ihr kleinen Rabauken? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wird was Lustiges gedreht. Eine kleine Fußball-Challenge auf einem schönen Golfplatz, Fußballgolf. Mit der Challenge gab es leider ein paar Probleme, aber heute wird es, glaube ich, noch interessanter für euch. Und ja, es gibt 18 Bahnen. Die Ringe sind üblich wie beim Golf. Wer natürlich am meisten Schüsse braucht, wartet eine saftige Bestrafung. Also bleibt dran. Und jetzt kommen wir zur Spielervorstellung. Moin Leute, ich bin Patrick Herrmann. Einige kennen mich bestimmt schon. Ich mache heute mit bei Jasons Challenge. Werde mein Bestes geben und will zumindest vor meinen anderen Mannschaftskollegen bleiben, der jetzt kommt. Auch dabei, ich bin Malte. Ich spiele mit Hermin in einer Mannschaft. Auf Fußballgolf habe ich Bock und ich hoffe, dass ich vor ihm bin. Ich bin eigentlich recht zuversichtlich. Ja, und auf geht's. Südel hat ihn am Mikrofon. I am José Mourinho. Ich werde heute die Leute mal zeigen, wie mein Zauberstab hier so die Leute vernetzt. Zwei. Zwei Schüsse. Dein Zwischenfazit. Ja. Wir sind erstaunlich gut, hätte ich auch nicht gedacht. Damit kriege ich noch. Ich drehe zwar hinten im 1 gegen 1 Vergleich. Insgesamt sieht es aber ganz gut aus und nur durch die Linksregel. Wir haben jetzt gemacht, wenn ich einen schieße, Hermi schießt ein und der besser liegt, bin ich da dran, der muss mit links schießen. Ich lag natürlich gerade eben besser dran, kurz vor dem Loch, deswegen muss ich mit links, deswegen führt er jetzt, aber ist das gleich vorbei. Ist er so schlecht. Er hat seinen Fuß auch nur zum Feuer austreten.
Eine Ewigkeit später. So, Herr, mit deinem Zwischenfazit. Zwischenfazit ist, dass hier eine Menge Qualität drin steckt. Ich glaube, also wir haben nochmal eine separate Liste, Malte und ich, gemacht. Wer da auch nochmal Gewinner, Verlierer ist, bekommt nochmal eine andere Bestrafung. Sieht aber wie folgt aus auf der Hälfte. Jason, war nicht so gut für dich. Ja. Aber du hast es immer geschafft, einen Bahn nicht zu verlieren. Ja, gut. Hat dann leider, Gott sei Dank, ja. Der Malte verloren. Ansonsten bin ich noch strichelos und ja, mit ein bisschen Glück und weites Pech. Ich schaffe es gleich nicht mehr letzter zu werden, ja. Aber wir werden sehen. Ja. Leute, die Challenge ist doch zu Ende. Man lebt wieder, ich musste mich ein bisschen erholen nach Maltes Schuss. Das hat ordentlich gezwippelt in der Büchse. Aber ja, Ehrenschulden sind doch Männerschulden lassen. Da muss man auch durch. Und ja, mich geht's jetzt nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch ein bisschen Liebe da. Liebe schadet doch nicht. Und ja, das Wetter ist jetzt wieder, geht so, gibt gleich Gewitter. Deshalb muss ich schnell nach Hause. Und ja, Liebe da lassen und bis zum nächsten Mal.